rechten Ecke. Mit einer Körpergröße von 1,82 Meter und einem Gewicht von 82,5 Kilogramm. Herzlich willkommen heute Abend hier beim großen Sat.1 Promi-Boxen Philipp Ghost of Paradise Pavlovich. Sein Gegner in der blauen Ecke ist 1,80 Meter groß und bringt ein Kampfgewicht von 80 Kilogramm auf die Waage. Herzlich willkommen, Paul, the Ladies Man Janke! Der Mann im Ring, Ringrichter Mustafa Erenay. Ja, gleich geht's zur Sache. Zeit mal hier so ein bisschen die Stimmung einzufangen. Und ich stehe hier in der Ecke von Philipp Pavlovich. Ja. So, mehr wollte ich auch gar nicht. Vielen, vielen Dank dafür. Und deshalb gehen wir einfach direkt weiter. Und zwar zu der Ecke von Paul Janke. Hier waren auf jeden Fall die Homies von Philipp am Start, ja, laut rumgegrölt. Und jetzt gehen wir zur Ecke von Paul. Und ich glaube, der hat auf jeden Fall einige prominente Freunde. Warum auch immer. Aber wir werden gleich mal gucken, wer hier alles so ist. Steff Jerkel unter anderem. Hallo. Schön, auch dich wieder zu sehen. Und muss sagen, letzte Woche war das Gesicht ganz schön zertrümmert. Heute sieht alles wieder ganz gut aus. Ja, heute ist alles wieder gut, alles vergessen. Heute sind wir wegen Paul da. Und wir glauben an Paul, wenn Paul alles umsetzt, was er gelernt hat, macht er das denn. Wir drücken Paul die Daumen. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Wer ist denn noch hier so alles? Da sehe ich doch David Odonkor. Guck mal an. Schön auch, dass du da bist. David ist heute übrigens hier für alle Fußballfans, die wir letzte Woche vermisst haben, haben wir gesagt, David, komm doch mal vorbei. Du bist auch für Paul heute da? Natürlich. Ich drücke Paul fest die Daumen, weil er ein guter Freund von mir ist. Und er sieht fit aus. Und ich hoffe, dass er sein Gegner eine schöne Rechtskombination ihn auf den Boden spielt. Sehr gut, dann vielen, vielen Dank. Dann sind wir gespannt, ob es nicht nur gut aussieht, sondern ob es sich, naja, auch irgendwie gut anfühlt. Was auch immer. Ich gebe ab an den Ring. Jetzt geht's los. Meine Herren, zur Ringmitte. Paul. So, meine Herren, die Regel habe ich euch erklärt. Bleibt fair und sauber. Stoßt euch die Fäuste. Viel Glück. Boxen in Sat.1 heute Abend Philipp Pavlovich gegen Paul Janke. Pavlovich sicher der Favorit, das geben die Buchmacher her, das haben sie im Internet so abgestimmt und man sieht auch gleich, dass er so ein bisschen das Kommando übernimmt. Der Abkampfsportfahrer, er setzt den ersten Treffer, noch mal zur Erinnerung, drei Kampfrichter, wenn zwei davon gleichzeitig das Zeichen für Treffer geben, dann klingeln sie in der Kasse, dann gibt es 100 Euro, aber Janke sehr beweglich, gut auf den Beinen, bewegliches, hohes Niveau hier zu machen. Ja, auf jeden Fall, also Paul Janke macht hier einen sehr gut trainierten Eindruck, er hat vielleicht ein bisschen zu viel Luxusmuskulatur, die man beim Boxen nicht braucht, die muss er natürlich durchbluten, da muss das Herz sehr viel arbeiten, mal gucken, ob er das konditionell durchhält. Er ist ja auch mit 39 Jahren, 13 Jahre älter als sein Gegner, also der muss heute richtig beißen. Luxusmuskulatur, das hätte ich auch mal gerne. Ich glaube, da muss man eine Weile für trainieren. Pavlovich sieht das auch so ein bisschen als seinen Vorteil, dass Janke sich noch nie wirklich geprügelt hat. So hat er es gesagt. Denn in der Tat hat sich von Bachelor und Paradise nicht spielen gelernt, das erste Mal über den Pavlovich zu richten. Zwei. Drei. Vier. Und das war ein heftiger. Und Paul Janke, Punkt. Hier wird angezählt. Und er orientiert sich, aber er kommt. Demonstration der Stärke für Pavlovich, der aber sofort sportlich wäre nach seinem Gegner guckt. Boah, war das ein Auftakt. Aber richtig sauber vom Favorit. Großartig gemacht, schöne Schlagkombination. Beide ja Rechtshänder, beide in der Linksauslage. Und
Pavlovic macht das hervorragend, wie er da nachsetzt. Und dann war es, glaube ich, die Rechte zum Kopf von Pauli Anke, der schwer getroffen auf die Bretter geht und jetzt immer noch einen sehr benommenen Eindruck hat. Wir haben jetzt nochmal die linke hat gesessen, dann kommt die rechte hinterher und dann wackelt er schon und dann kommt er nochmal hoch und dann trifft ihn die rechte voll am Kinn. Also ein satter Treffer. K.O. und der Sieg in Runde 1 für Filip Pavlovic. Also ganz klar, hier nur der Rückwärtsgang bei Paul Janke. Das erste Mal, dass Pavlovic ernsthaft. Und ganz ehrlich, so eine Kombination, so einen Aufwärtshaken. Boah, da musst du was können. Das haben wir von kaum jemandem gesehen. Und da sehen Sie, Mustafa Erenay sofort erkannt, das geht nicht weiter. Paul, mein Junge, komm her, Mundschutz raus, das geht nicht. Vielleicht haben Sie es gehört. Das Einzige, wo er sich jetzt ärgert, ist, shit, ich konnte gar nicht so viel Kohle reinputzen. Ganz kurzen Prozess gemacht, 3.000 Euro kriegt er für den Knockout. Ja, das war mal ein deutliches Ding. So, also wir sind ein bisschen baff, das hat richtig gesessen. Ich weiß nicht, ob sich Matthias und Sarah Valentina schon von dem noch mal geholt haben. Also erstmal sind ja das natürlich Bilder, die wir sehen wollen. Also sprich, hohes Niveau, gerade bei Filip Pavlovic, der das hervorragend vorbereitet hat. Aber auch gerade, und das freut mich besonders zu sehen, Paul Janke, der den Daumen oben hat. Bitterer K.O. ehrlicherweise für ihn. Ja, viel zu, aber früh. Viel zu weil früh. Das war boxerisch, sah das ja gut aus. Und auch die Beinarbeit, wie Schmiso gesagt hat, war super beim Paul. Nur leider kam dann die Kombination, die kam dann von Philipp, die sich David Odonka gewünscht hat und nicht von Paul. Aber eine herrliche Kombination aus boxerischer Sicht. Wobei, du sagst, Beinarbeit war auch eher rückwärts ne? bei Paul. Also von Beginn an der bestimmten war schon Filip Pavlovic, der aber auch gut abgewartet hat. Ich hatte gedacht, der geht gleich richtig rein, hat aber gut abgewartet. Bei Paul Janke war die Deckung oben. Und ich meine, da sieht man es von der Kamera quasi. Die ja, richtig. Richtig. Ja, schön, Paul Janke, einen auf die Mütze. Ich hatte mir hier schon einen Zettel vorbereitet. Mit seiner großen Klappe, Alter. Aufschreiben und dann mit dir genüsslich nochmal durchgehen. Ja, Pustekuchen, das war's. Ging ganz schnell. Ich höre gerade am Ring ist Melissa. Wen hast du? Ja, ich stehe hier bei Family and Friends von Paul und David, du hast vorhin auch gerade gesagt, eine gute Kombination. Die haben wir jetzt tatsächlich bei Philipp gesehen. Das war ein sehr, sehr schneller Kampf. Ja, leider, aber trotzdem kann ich nur ein Kompliment an Paul geben, wie er sich bewegt hat, was er probiert hat. Natürlich kann man so einen Haken bekommen. Das ist Boxen, aber Kompliment an Philipp. Aber beide sind Sportsmänner und man hat es ja auch gesehen. Er ist sofort hingegangen zu Paul und hat gedacht, sorry, dass ich dir so eine verpasst habe. Genau, so muss man sagen. Auf jeden Fall sportlich, auch von Philipp. Steff, ich meine, das war ja wirklich echt, also ich glaube, so schnell wurde noch keiner hier K.O. geschlagen, auch letzte Woche noch nicht. Glaubst du, dass es vielleicht jetzt doch ein Vorteil war für Philipp, weil Paul ja wirklich noch nie vorher sich geprügelt hat und noch nie irgendwie auch nur annähernd was damit zu tun hatte? Ja, ich glaube, das ist auf sich ein Vorteil und Philipp hat ja auch vorher schon ein bisschen den Sport gemacht. Und ich finde Hut ab vor Paul, dass er überhaupt da in den Ring gegangen ist. Also das finde ich schon mal also absoluter Respekt, dass er so auch gemacht hat. So sieht es nämlich aus. Wir würden noch mal ganz kurz auf die andere Seite gehen, und zwar zu der Seite von Filip Pavlovic. Und ich muss auch sagen, ne, wenn ich hier einmal durch die Reihen gucke hier, hier ist die Creme de la Creme der Reality Stars. Da haben wir Christopher Wien, Melvin Fröhlich, da ist Ike Hüftgold, die Jungs von Big Brother sind auch da, hallo. Also wirklich, und ich muss sagen, hier riecht es auch wie in einer Parfümerie. Ich liebe das. Und gut, ihr habt vorhin so gegrölt, vielleicht hat das geholfen. Wie stolz seid ihr auf Philipp? Ja? Gegen meinen Cousin anzutreten. Ich liebe dich, mein Cousin. Du hast hier gezeigt, was Kämpfen bedeutet. Respekt auch an dich, Paul. Große Leistung. Und mit den Worten geben wir ab in den Ring. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger des ersten Kampfes am heutigen Abend durch Knockout. Nach 1 Minute und 30 Sekunden in der ersten Runde. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Ghost of Paradise! Pavlovic!
kurz verkabelt. So, wir stehen. Da habe ich auch eine Rose, natürlich. Und die wird jetzt hier übergeben. Hier ist nämlich der Gewinner. Philipp Pavlovic, und ich übergebe jetzt dir diese Rose. Du hast nämlich diesen Kampf sehr, sehr schnell gewonnen. Was war das für eine Kombination? Was war quasi dieser Knockout-Move, den du da gemacht hast? Also erstmal großen Respekt an Paul, der sagte, dass er sich noch nie geschlagen hat. Dafür hat er sich im Flummi-Weg gegangen. Und im Großen und Ganzen, was die Leute nicht wissen, er ist ja eingesprungen, hat eigentlich einen anderen Gegner. Dementsprechend auch nochmal mit Respekt, dass er den Kampf angenommen hat, weil ich hatte halt 2 Wochen mehr Vorbereitungszeit. In diesem Sinne, Bro, du bist auch ein Sieger, das weißt du, und ich hab dich lieb. Und ja, und im Kampf kommt immer alles anders. Eigentlich hat mein Trainer die ganze Zeit gesagt, du machst die ersten 2 Runden nur Jab, also 8 Wochen habe ich nur Jab aus deinem Mund gehört. Nicht einmal irgendwie Haken oder so eine Scheiße, aber im Kampf kommt es immer anders. Alles klar, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ganz kurz nur, ich bedanke mich an meine ganzen Jungs, die aus Hamburg gekommen sind, ich liebe euch. Ja. Ich bedanke mich auch an mein Management, bei Phyllis, ich habe dich ganz so lieb, ich weiß nicht, wo du bist. Und an meine Familie, Mama, mir geht's gut, du siehst, alles ist gut geworden. Ja, und Papa natürlich auch, und meine Schwester, und alle die Gruppen. Und mein ganz großer Dank geht an Kuchengeber und an Maria, Korn, ein geiler Typ. Und ja, jetzt wenn ich Sport in deinem Comeback machen möchte, ist mein Trainer bereit. Jetzt ist aber auch gut. Aber jetzt lass dich feiern. Er hat nicht mal einen Kratzer, liebe Zuschauer. Und ich gehe rüber zu Paul Janke. Paul, hast du vielleicht Bobbyboxen doch ein bisschen unterschätzt? Unterschätzt, würde ich sagen, habe ich ihn definitiv nicht. Ich wusste, was er drauf hat. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich habe 5 Wochen Gas gegeben und versucht, das Beste draus zu machen. Dass es jetzt so schnell ging, hätte ich jetzt nicht gedacht und natürlich mir auch nicht anders erhofft. Aber Respekt an Philipp, er hat super geboxt und verdient gewonnen. Ja, und Männer regeln das im Ring, habe ich gerade gemerkt. Und jetzt ist der Streit auch irgendwie wieder beiseite gelegt. Also ich muss sagen, und Philipp ist auch der gleichen Meinung, wir hatten nie wirklich Streit. Für uns war das beides eine sportliche Herausforderung. Insofern, wir hatten nie Streit. Ich mag ihn. Insofern ging es hier rein um den Sport. Und da muss ich mich leider geschlagen geben. Ja. Das ist sehr viel Liebe hier im Raum. Vielleicht ändert sich das aber gleich. Ich gebe erstmal ab an Sarah, Valentina und Matthias. Ja, vielen Dank, Melissa. Also, ich würde sagen, wir schauen uns gleich nochmal die entscheidende Szene an, in der eigentlich alles passiert ist. Ja, man sieht ganz, ganz deutlich, und Philipp Pavlovic, der von Kuchen Gevor, ehemals sehr, sehr guter Boxer gewesen, Berufsboxer, super Mittelgewichter, und da sieht man richtig, was die da auch vorbereitet haben. Und dann dieser Haken von unten, diese Rechte, diese wahnsinnig schnelle, oben angetäuscht und dann von unten der Kinnhaken. Jeder, der schon mal im Ring stand, der weiß, da gehen dir auch die Lichter aus, das sieht gar nicht so schlimm aus. Aber guck mal jetzt hier, Achtung, zack, und da war es schon vorbei. Genau. Und wenn da am Kinn es klingelt, dann hast du einfach keine Chance mehr. Und insofern auch vom Ringrichter, wie gesagt, nochmal ganz deutlich, die Gesundheit steht hier im Vordergrund, die 100%ig richtige Entscheidung. Du weißt die Summe insgesamt. Was hat genau, Philipp hat auf jeden Fall die Rose und natürlich 3.500 Euro, mit denen er nach Hause geht. Also, er hat mal gesagt, scheiße, ich hätte gerne mehr noch irgendwie geschlagen, um da mein Pollen kriegen. Hättest du mal gewartet mit der Kombo. Noch ein bisschen auch. Aber wirklich, starke Kombination. Also Glückwunsch an Philipp Pavlovic und sein ganzes Team. Gleich haben wir noch eine Menge mehr und am späteren Abend dann unser absolutes Highlight. Elena gegen Anastasia.